Wir wollen pünktlich anfangen, damit wir heute Abend auch alle pünktlich fertig werden und zum parlamentarischen Abend des Sports gehen können. Guten Morgen. Bisschen mehr Ruhe, dann fangen wir an. So, auch auf der Regierungsbank, bitte ein bisschen Ruhe. So, dann fangen wir an. Die Vorberichterstattung, nicht damit Sie enttäuscht sind, zu den regionalen Fußballergebnissen überlasse ich dem Kollegen Lorz für morgen früh, weil er so viel Freude daran hat. Nur ganz kurz vorab, dass der Coach Decker gestern den Haushaltsausschuss geleitet hat, war für die Landtagself nicht von Nachteil. An dieser Stelle möchte ich aber unserer Frauen-Nationalmannschaft zum 4:0-Sieg gratulieren. Ich denke, das ist auch ein schönes Ergebnis. Dann eröffne ich die 14. Plenarsitzung des Hessischen Landtags und stelle die Beschlussfähigkeit fest. Erledigt sind die Punkte 1, 2, 12, 14, 16, 33 und 45. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Berichtsantrag der Fraktion der Freien Demokraten, Sicherung und Weiterentwicklung der Berufseinstiegsbegleitung, Drucksache 20833. Wird die Dringlichkeit bejaht? Ich sehe keinen Widerspruch, dann ist das der Fall. Dann wird dieser Top 75 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 46 zu diesem Thema aufgerufen werden. Weiterhin eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, gute Rahmenbedingungen für Ausbildung in Deutschland und Hessen. Drucksache 20837, wird die Dringlichkeit bejaht? Das ist der Fall, dann wird dieser Top 77 und kann, wenn niemand widerspricht, mit Top 52 zu diesem Thema aufgerufen werden. Gut, dann machen wir das so. Nachdem gestern Abend der Hauptausschuss den Beschluss des Ausschusses für Digitales und Datenschutz zu dem Gesetzentwurf mit der Drucksache 20587 bestätigte, erhielt die Beschlussempfehlung die Drucksache 20834. Ich mache noch mal eine Pause, weil so ein bisschen Unruhe hier auf der Regierungsbank ist. Die zweite Lesung steht unter Top 15 auf der Tagesordnung. Gestern Abend tagte außerdem der Haushaltsausschuss und hat zu dem Gesetzentwurf mit der Drucksache 20808 zu 20617 die Beschlussempfehlung mit der Drucksache 20835 generiert. Die dritte Lesung hierzu steht unter Top 18 auf der Tagesordnung. Ebenso tagte der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss und hat zu dem Gesetzentwurf 20716 zu 20178 eine Beschlussempfehlung abgegeben mit der Drucksache 20836. Die dritte Lesung steht unter Top 76 auf dem Nachtrag der Tagesordnung. Vereinbarungsgemäß tagen wir heute bis ca. 18 Uhr bei einer Mittagspause von einer Stunde. Wir beginnen gleich mit Top 50, dann folgt Top 52. Nach der Mittagspause beginnen wir mit Top 42. Entschuldigt fehlen heute ganztägig der Staatsminister Dr. Thomas Schäfer, der Abgeordnete Norbert Kartmann, der leider immer noch erkrankt ist, und die Frau Abgeordnete Ulrike Alex, die auch erkrankt ist. Ebenso fehlt Frau Astrid Wallmann ganztägig, der wir aber an dieser Stelle gratulieren können. Wir haben vernommen, dass das Kind am 5. Juni gesund auf die Welt gekommen ist. Frau Wallmann hat eine kleine Theresa geboren. Von dieser Stelle alles Gute an Frau Wallmann. Applaus